Oh, und ein ganz herzliches Willkommen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder da. Hätte ich nie gedacht, ob ihr schon wieder so schnell da seid. Aber kein Problem, es geht los. Mit Pokémon Ultramond. So, Hallöchen. Ja, es geht weiter. Ich freue mich so drauf auf eure neue Folge. Ich habe lange schon wieder am nächsten gemacht. Ich bin ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig, dass ich lange nichts mehr gemacht habe. Aber den Cut, den ich euch beim letzten Mal versprochen habe, bei diesem Bosskampf, bei diesem Mensch hier, werde ich euch auch versprechen. Ich werde euch diesen Kampf hat Versprechen, ne, die wir beim letzten Mal gemacht haben, sonst ist es auch ja langweilig. Sonst ist es ja auch langweilig. Bis gleich, ihr Lieben. Also vielen Dank und ja, es geht gleich wieder weiter. Und du bist besiegt. Okay, und jetzt habe ich euch ja auch versprochen, dass ich ja den Rest mit euch mache. Aber wir haben beim letzten Mal diesen kleinen Pakt gemacht, da war es, glaube ich, mit Pokémon Ultramund und Among Us Sleep war da was zusammen. Da habe ich mir etwas überlegt, dass ich halt einen ganz kleinen Part vom Pokémon Ultramund mache. Genau, habe ich mir so gedacht. Dass ich da einen Pokémon Ultramond Part mache und ein Among Us Part mache, halt einen kleinen, aber ja, hat auch noch geklappt, wie ich gemerkt habe. Also hat noch geklappt, alles gut. Ihr was trinken, also keine Sorge, Liebe, alles gut. Jo. So, ihr Lieben, Leute, ich würde sagen, wir machen mal weiter, Lieben, genau. Entschuldigung, weil ich euch so lange hier wieder mal warten lassen hab, aber ist egal, kein Problem. Jetzt haben wir diesen Monogaros mit dem Elektro-Pixel mal richtig eine gegeben. So muss es einfach auf jeden Fall sein. Ja. Schade, okay, kein Problem. Eisenstachel, ja, das ist nicht so schlecht. So ist auf jeden Fall alles gut. Kehrtwende, ja, noch nicht Kehrtwende. Ich würde sagen, Schutzstachel. Das können auf jeden Fall auch uns gut tun, glaube ich. Ja, Schutzstacheln können uns auf jeden Fall auch ganz gut tun, weil ich glaube, wenn wir so viele Pokémon haben, dann können die uns auch gar nichts mehr machen. Genau. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, Elektro-Pixar oder heilen. Ja, ich würde sagen, heilen ist besser. Kein Problem. Ich mache es mal mit normalen Trank. Ich weiß nicht, ob was bringt, aber ist egal. Machen wir mal. Kein Problem. Kein Problem, let's go, genau. Du, ich freue mich drauf, ihr Lieben, alles gut. Sehr schön, sehr schön. Guck mal einer an. Sehr schön, also. Ich bin gerade echt geil, ihr Lieben, das merkt man ja auch gerade. Ich habe echt, ja, ganz gute Laune an. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, aber sonst geht's. Sonst geht's mir auf jeden Fall gut. Bisschen verwirrt, aber. Das ist schon manchmal bei mir die Hauptsache, dass es immer so ist. Ja. Also irgendwie schmeckt das Getränk ein bisschen komisch, aber ist egal, kein Problem. Buschi, los geht's. Let's go, ich freue mich drauf. Sehr schön. So muss es auf jeden Fall sein. Buschi, jetzt machen wir bitte hier was richtig Spannendes. Ich würde sagen, du machst mal eine Attacke mit Steinkante. Das wird auf jeden Fall ganz gut reichen, dich fertig zu machen. Frucht ist auch echt asozial, aber wenn wir es so lange aushalten, dann ist auch alles gut. Gut. Und Steinkante und zack. Ja, guck mal an. Alter Verwalter, ich bin richtig gehypt gerade. Ich bin richtig gehypt gerade auf meine richtig guten Tatsachen, die ich hier alle hier verbreite. Die hier so alle verbreite, ey. Ich bin so hyped gerade, ey. Ich habe einfach Motocross besiegt. Alter, wir haben es noch oben drauf so gut gemacht, ey. Ich bin gerade echt extrem glücklich. Das ist einfach nur ein richtig geiler Scheiß, den wir heute gemacht haben. Hier schon mal. Gut. Die Ausrufe, ja, guck mal, vielen Dank. Guck mal. Die Ausrufe ist echt krass, finde ich auch. Gut, los geht's. Weiter auf der Erkundung. Machen wir uns jetzt. Weiter auf der Erkundung machen wir uns auf jeden Fall auch. Jetzt bereit. Auf jeden Fall auch jetzt bereit. So, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir auch letztens nicht stehen geblieben sind. Ich glaube nicht. Nee. Wir sind nämlich hier letztens reingegangen. Da haben wir nämlich diesen Mensch hier, der hier gerade besiegt wurde. Den haben wir nämlich gerade. Ach gut. Den haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. Einfach so. Weil es einfach ein dummer Grund war. Genau. Hallo. Kannst du vielleicht. Genau. Vielen Dank, was unsere Pokémon heißt. Vielen Dank, vielen Dank. Ich wollte gerade schon fragen, kannst du meine Pokémon vielleicht heilen? Ja, vielen Dank, Lilly, vielen Dank. Dankeschön.
Kein Problem, ist alles gut. Und weiter geht's. Psychokinese, ich würde freuen, wenn du es schaffen würdest, ja, ihn halb zu besiegen zumindest. Ja, guck mal, halb zumindest. Fast halb ihn zu besiegen. Nee, du hast ihn fast zu 99% besiegt. Ja, guck mal. Guck mal an. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mal ihm so einen Tritt gibst, so einen Kopfstoß halt. Genau, so einen 10-Kopfstoß. Und dann hast du ihn mit dem Klackswerk, genau, zack, und dann bist du besiegt. Sehr schön. Sehr gut. Ach, das Spiel macht mich einfach immer glücklich. Das ist meine Meinung immer. Ich habe früher auch immer das Spiel immer gerne geluchtet. So. Ich kann nicht sagen warum, aber ich habe es früher immer so gerne geluchtet gelesen. Das Spiel. Pokémon, Ultramond und Sonnenmond. Also. Zumindest die ganze Generation 7. Die ist so suchtgefällig. Ich habe das bestimmt schon 4-5 Mal durchgezockt. Das ist so übertrieben, aber ich habe einfach nur gesucht, das Spiel von früher. Von früher bis nicht ganz heute, aber ja. Ich habe auf jeden Fall gesucht, die Lieben, haben wir ja auch gesehen. 50 oder 40 Stunden hatte ich Spielzeit gehabt, na schon wieder, naja. Egal. Kein Problem, ist alles gut. Und wir haben Schutzdachel, nee, wir haben so ein Schutzteil darüber, das heißt, aha, bekommen von. Hokara, okay, alles klar. Ja, ich bin auch ein bisschen schwach gerade. Ich bin gerade ein bisschen müde, aber sonst geht mir gut. Oh, jetzt gibt er mir wieder alles. Okay, alles gut. Okay, kein Problem. Eben mal ganz kurz meine Krone geholt, meine ich, sorry. So, los geht's. Ich hoffe, ich verstehe mich noch, aber ich glaube schon. Und wir haben sie besiegt, sehr gut. Ja, hallo. Ja, Hallöchen, los geht weiter, lieben. Sorry, weil ich mich ein bisschen dumm angestellt habe, aber ich musste mich gerade so ein bisschen irgendwie einpacken, weil ich gerade aussehe wie ein komischer Mensch, wie ich gerade hier aufnehme, aber ist egal. So. Nee, ist alles gut. Wir haben auf jeden Fall genug Rot Pokédex, meine ich. So. Genau, sehr gut. Nein. So, los geht's. Eben mal hier Kräfte sammeln, wenn es geht. Genau, Kräfte sammeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Los, gut. Also, wie gesagt, ich komme jetzt nochmal zum Thema zurück, warum ich das Spiel früher mal gerne gesuchtet habe. Früher als Kind oder auch als Jugendlicher halt noch. Ja, also, ich glaube, ich habe es von 2016. Ich glaube, ich habe erst so 2 Wochen später habe ich mir erst gekauft, weil ich war halt früher gar kein Pokémon-Fan. Das ist tatsächlich.
Wenn es mir glaubt oder wenn es mir nicht glaubt, dann ist es wirklich so gewesen. Ich habe früher kein Pokémon gemocht. Als, weiß ich nicht. Und seit Sonne und Mond bin ich ja auch ein Fan von Pokémon Ultramond und ja und allem drum und dran. Ich bin ja seit der siebten Generation ein Pokémon-Fan geworden. Genau. Und ich habe halt das Spiel immer so gerne gesuchtet. Ich habe glaube ich 2 Wochen, wie gesagt, nach dem Release gekauft von Sonne und Mond. Und ja, ich habe einfach so gesuchtet, ey, danach, ein Junge, immer und immer weiter gesuchtet. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich schon, denke ich mal, ich hätte die ganz normale Edition, habe ich jetzt bestimmt schon mal 3, 4 Mal durchgesuchtet. Also ich meine, Sonne und Mond habe ich bestimmt schon mindestens 3 bis 4 Mal durchgesuchtet und Sonne und Mond und, also, das habe ich halt 3, 4 Mal besiegt. Da habe ich halt 3, 4 Mal halt schon alles geschafft. Ich hätte 3, 4 Mal halt schon das Spiel durchgespielt, 3, so 4 Mal, genau. Und Pokémon Ultra Mond würde ich sagen, 2, 3 Mal, also ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, zwei oder mal so ungefähr habe ich das schon gesuchtet. Pokémon Ultra Mond habe ich bis jetzt noch gar nicht so gespielt, tatsächlich. Ich weiß aber ganz genau, dass ich Sonne Mond schon mal jemals, beziehungsweise mindestens einmal durchgespielt habe, zumindest einmal. Und ich habe entweder dreimal Pokémon Ultra Mond, nee, ich habe entweder Pokémon Mond mehrmals gespielt oder Pokémon Sonne mehrmals gespielt. Das weiß ich gar nicht genau, aber es ist egal, kein Problem. So, jetzt geht es weiter, weil, ja, ich habe dieses riesige Schaft, ihr Lieben. Ich habe mich früher übrigens sehr dämlich angestellt, sehr dämlich. Als ich das hier gemacht habe, ihr Lieben. Boah, es ist schlimm gewesen, gerade in diesen Hüten da reinzustecken. In dieser Krone mich reinzustecken. Ach, egal, komm, kein Problem. Gut. Ja, auf jeden Fall komisch, aber ich habe es auch genossen. Ich habe auf jeden Fall mehr die Sonne Mond Edition habe ich halt am meisten gesucht, auf jeden Fall. Das ist so meine Meinung, auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank. Und jetzt hätte ich auf jeden Fall Bock auf 10 Kopfstuhl auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall krass. Würde ich feiern auf jeden Fall. Schade, aber ist egal, kein Problem. Und jetzt vielleicht mal Elektropixel, das würde vielleicht nicht funktionieren, aber wir schauen mal eben. Ja, okay, doch, vielleicht doch. Schauen wir mal, was das bringen könnte, aber ich glaube schon, dass das bringen könnte, aber nicht viel, wie gesagt, weil er hatte auch Elektro, der Magnetion. Aber egal, ist auch egal. Kein Problem. Vollwechsel, oh ne, Vollwechsel ist doof. Ich mach mal Schuss daran, dass ich mal ein bisschen mehr mich hier ein bisschen wohlfühlen kann. Dass ich mir ein bisschen mehr Wohlfühler mit ich kennen kann. Genau, sehr schön. Und letzte Pixel noch mal, wenn es geht. Macht gar nicht mal so wenig Schaden, aber ist egal, kein Problem. Kein Problem, wenn es so wenig Schaden macht. Oder wenn es nicht gar nicht mal so schlecht Schaden macht. Kann gerne so bleiben, ist kein Problem. Alles gut. Sehr schön. Vielleicht habe ich jetzt mal Bock auf. Ja, ich habe Bock auf jeden Fall auf Schussterra mal wieder, weil ich glaube, man kann sie auch vergrößern. Genau. Man kann die Terra ja auch verbessern und vergrößern. Deswegen kann man ja auch mehrmals das machen. Oder bringt es ja gar nichts. Ich weiß es gar nicht. Oder bringt es ja gar nichts. Oh, ich habe, glaube ich, etwas gerade nicht erzählt, was richtig ist. Ach, komm, ist egal. Kein Problem. Ist alles gut, Baby. Ist alles in Ordnung. So. Elektropixel und rein mit dir, genau. Elektropixel, du musst ihn richtig zerstören. Die Magnetozone, genau, Magnetozone. Mach bitte nochmal Elektropixel. Sehr schön, vielen Dank. Boah, anstrengend, aber ist egal, alles gut. Oh, schade, ist ja kein Problem, ist alles gut. Schade, okay. Ja, egal.
Hollöxler hat sich nicht richtig erkannt, aber gut, ist auch kein Problem. Ah, okay. Wow, ganz schön gemein von denen, ne? Von diesen Idioten. Ja. Ganz schön gemein von denen, aber egal. So, bedienen jetzt, schade. Na, hat er nicht. Hat er nicht gemacht. Oh Gott. Ach, ist egal, kein Problem. Und dann mach halt Turmkick, genau. Einfach Turmkick machen, das geht. Turmkick machen, Turmkick machen, Turmkick machen. Zerstört diesen Idioten! Sehr gut, sehr gut. Guck mal an, der war sogar noch sehr tief. Der Attackentreffer, der von gerade dem halt mit Dunkiefer, mit Dohanika gemacht hatten, der war sogar noch gut nützlich, hätte. Der hat uns auf jeden Fall auch gut unterstützt. Genau. Der hat uns auf jeden Fall auch noch gut unterstützt und auch unter nie unterlassen. Er hat uns einfach richtig gut dabei geholfen. Diesen Magnetozone, Magnet kann diesen Scheiß Namen nicht aussprechen. Heißt er jetzt Magnetzone oder Magnetzone? Magnetzone, ach komm, ist egal. Solange ich Spaß habe, solange ich hier weiß, wer der Boss ist, ist alles gut. Schade, kein Problem. Ja, ist egal, alles gut. Beste Leben auf der nicht. Doch, alles gut. Ja, alles gut, das passiert mal. Die Kamera bewegt sich manchmal ein bisschen, weil ich hier rumfunke, aber egal. So, jetzt alles gut. So, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's. Alles gut, ihr Lieben. So, das ist nämlich der nächste Kampf für heute, ihr Lieben. Genau, der nächste Kampf, ihr Lieben. Ich gehe mit Entschlossenheit in diesen Kampf. In diesem Sinne. Los geht's! Genau, es geht los, ihr Lieben. Ich komme drauf. Juhu. Genau, ich freue mich auch drauf, ihr Lieben. Das kann ich euch gar nicht vorstellen, das ist aber echt so. Sehr schön, los geht's, weiter geht's, alles gut, vielen Dank, jo. Und mach mal eine keile, geile Letterpix-Attacke, wenn es geht. Ich habe jetzt Angst, ob da auch gleich dieses Turmkrieg-Shit, ja, wusste ich doch. Ich wusste, ob er diesen Scheiß macht. Wusste ich doch. Ich habe es doch gesagt, meine Ansage. Ich habe gesagt, gerade. Wehe, wenn er gleich mit Dunkel ankommt. Wehe, wenn er mit Dunkel ankommt. Der wird uns sowas von zerstören. Habe ich doch gewusst, ey. Wusste ich doch. Habe ich schon sowas von gewusst, ihr Lieben. Ich hab gerade schon dort mir. Ich habe gerade die Attacke dort mir gegeben und halt auch verwendet. Genau, ich habe gerade die Attacke von dort mir halt verwendet. Und ich hab halt die Duaten, die Attacke, die guten Marketzone, als idiotischen Treffer, also als idiotischen Treffer halt gegeben, genau. Das ist halt das Finale. Das Finale ist. Das ist halt auch das erste und das letzte Mal ist, dass ich irgendwie getroffen habe mal. Genau, sehr schön. Ich habe es zwar verloren, aber wenigstens habe ich dabei nur so vor Entschlossenheit gestrotzt. Alles gut, vielen Dank. Ja, alles gut, kein Problem. Okay. Also ich habe ihn auf jeden Fall als erstes und auch als nächstes besiegt. Also ich glaube, ich habe ihn als erstes Mal so ihn zerstört, oder? Ich hatte zwar schon mal so eine Elektroprüfung gehabt, kann man auch wissen, ne? Also weiß man ja auch eben, dass man auch eine Elektroprüfung hat in diesem Spiel. Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich schon mal eine Magnetone Pokémon Sache besiegt habe. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich im Frühjahr das gemacht habe, aber gibt's halt. Die Let's Play habe ich glaube ich kaum gemacht. Ich habe glaube ich früher kaum. Ich habe halt früher wirklich kaum bei den Let's Play mit Magnetzone besiegt. Deswegen glaube ich, war es das erste Mal, dass ich mit ihnen gegen Dortney gekämpft habe. Gegen einen Dortney gekämpft habe, weil auch Dortney sind echt krass. Weil der hatten ja Dortney haben echt. Nee, also. Diese Pokémon, die ich halt gerade habe. Ich habe halt dort hier ein Team und das halt einen Spitznamen. Und der hat halt eine gute Kampfattacke, meiner Meinung nach. Und das ist echt gut. Ja. Zermüben, mach mal. Komm, mach mal, ihr Lieben. Mach mal, du Lieben, ihr Lieben da. Ihr Bakterien. Ihr Bakterien, ihr.
den guten Panda-Bällen müsst ihr mit Bakterien zerstören. Baby, Dankeschön, vielen Dank. Alles gut, kein Problem. Okay, vielen Dank, ne? Du hast mir ein bisschen geholfen, zwar. Du hast mir zumindest ein bisschen geholfen, liebe, 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 liebe. Qualle. Eisenpaus, also jetzt, okay, alles klar. Hier gibt's irgendwie eine andere Fähigkeit, habe ich das Gefühl, oder? Ist das richtig oder nicht? Egal. Unser Qualio, der ist echt der stärkste Wasser-Pokémon Gegner der Welt, habe ich das Gefühl. Hier, wir haben doch Gift-Pokémon. Stizzle. Ja, wir haben richtige Gift-Attacken so am Start. Mit unserem Gift-Pokémon Qualio. Es ist sogar nicht nur ein Gift-Pokémon, es ist sogar auch ein richtig geiles Wasser-Gift-Pokémon. Ich liebe es einfach so sehr. Dieses geile Pokémon. Ich liebe es einfach so sehr. Es ist zwar kein Wasser-Gift, aber es ist halt Wasser-Geist, aber. Geister können auch Gift bevorsehen oder auch bevorstehen. Genau. Das kann man auf jeden Fall sagen. So. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr lieben Schweine, ihr lieben Soßen. Ihr lieben. Alles gut, kein Problem. Ich mache nur Spaß. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir mal Funkkliffer. Wir machen mal als nächstes Funkkliffer zu Sachen. Ja, machen wir mal. Alles gut. Los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Wir sehen jetzt diesen schrecklichen Chef hier, dieser exzellente Heini, der so dumm aussieht wie die Krabbe. Alles gut, let's go, genau. Und wir siegen mit einer Stahlattacke, du geiles Girl. Du geiles Girl-Pokémon, komm mal her jetzt. Mach ich fertig mit der Stahlattacke mit Z-Abwehr. Mit Z-Eisabwehr, let's go, genau, vielen Dank. Da. Vielen Dank, ja. Oh, hör das doof. Ich hasse Verhörner überall. Ich hasse Verhörner. Mach bitte Knut, wenn es geht. Dankeschön. Aha, er hat einen Schwäche. Aha, wusste ich gar nicht. Okay, er hat einen Schwäche. Alles klar. Gut. Sexy, er hat einen Schwäche gehabt. Aha, alles klar. Vielen Dank. Ja, den guten Poker haben wir auf jeden Fall besiegt. Sehr cool, auf jeden Fall. Sehr cool. Aha, sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Gut, der Rest gibt es aber nächstes Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen verschlafen gerade, aber sonst geht es gut. Bye bye und vielen Dank. Ciao.